Schön, dass Bank auch wieder dabei ist. Aber Haus wäre noch schön zu wissen, dass das wieder dabei ist. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Moment, ich schreibe es auf. K, N, A und B. Knapp. B, knapp, B. Mal noch ein B schreiben. Knapp. Nee. Nee? Nee. Warum nicht? Weil Bereich sichern. Es ist ein Boss oder noch ein S? Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter. Platziere mein böses Auge! Boah, schon immer noch eine Kamera hier unten. Lademagazin! 10 Sekunden noch. Ja, komm, du Kacksicherungskasten. Böses Auge. Stacheldraht ist ausgelegt. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Machst du einen auf Gapschrau mit Cashen, Mann? Ja. Erschammeln. Das ist nicht gut fürs böse Auge da draußen. Fuck, kamen sie. Fuck, tot. Ich lade nach. Ash tot. Capitao haben sie noch. Okay. Beim Aufzug oben ist noch her. Letzter verbleibender Gegner. Da bin ich auf Capitao jetzt. Kapitau ist tot. 28 HP. Upstairs. Einer oben. Oder der zu oben. Wo du immer gerne reingehst. Aktienraum. Ich glaube, der ist jetzt Treppe unten. Ja. Hat kaum noch Zeit. Hier bei mir. Nur noch 15 Sekunden. Ich hab noch aufgehämmert. Was? EMP-Mann? Jackel. Jackel.
Hast du eine Kontaktgranate geschmissen? Nein. Ach, der hat eine Schrotflinte. Hab mich schon gefragt, warum der aufging. Da hört man doch den Unterschied zwischen Kontaktgranate und Shotgun. Na, vielleicht hast du eine auf den Boden geworfen oder so. Ich habe keine. Geworfen. Smoke, geworfen. Smoke hat keine. Was? Hatte der nicht mal welche? Er hatte mal, ja. Okay. Haben sie aber durch Schild und Stacheldraht. Ja, genau. Und den Maestro nehmen sie... Stimmt, den haben sie auch noch den mobilen Schild damals genommen. Dieser Dreckschweine von Ubisoft. Bitte meint haben? Ja. Aber ich hab's jetzt nicht mit. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgut behalten. Vor allem die Stärken von Maestro sind, wie ich finde, das Alter und die Feuerrate vom bösen Auge. Also beim Alter der Rückstoß, der so gering ist. Was macht Ubisoft? Die nehmen den mobilen Schild weg. Und das ACOG. Tja. Boden erfolgreich verstärkt! Zweimal knapp daneben. Nächstes Mal nehmen sie dem alle Waffen weg. Muss er mit seiner Zigarre die Augen ausbrennen, der Gegner. Beiden Lupen sind zu. Es bleiben noch 10 Sekunden. Ein Bug bleibt wieder stehen. Böses Auge eingesetzt. Steht immer noch. Kackding. Ja, jetzt haben sie drin. Okay. Böses Auge einsatzbereit. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsraum. Das muss Pappe. Ist zwar nicht besser, aber hey. Stacheldraht bereit. Eine stachelige Angelegenheit. Zielen. Vom Fenster. Ash, nein. Oh. Eingang präpariert. Mein böses Auge ist in Gefahr. Ja, ist ja schön offen, das Fenster. Mhm, also, das könnte ich ja nicht durchgucken können. Ja, weiß ich doch nicht. Muss ja auch wissen. Weiß ja nicht, wo du sie gesehen hast. Hier ist eine Drohne. Ich bereite die Nadeln vor. Nadeln. Ah, hier. Okay. Buck ist tot. Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern. Pieper-Tür ist jemand. Von drin oder? War. Chakal hat mich. Ich bleib in Deckung. Ich glaub, Chakal ist tot. Ja. Wo schießt der denn jetzt hin? Was? Ach, da hinten. Ach, Mann. Was? Wo denn? Rot markiert Ash unter der Luke rot. Beide hintereinander. Ach, scheiße. Der eine kam von links, der andere von rechts ins Bild. Du musst, wieso sagt ihr nicht an, wo was ist? Angesagt ist angesagt, wenn auch etwas später. Ja toll, das bringt mir dann auch nichts mehr. Ich haben sie beim R4C ja das ACOG auch weggenommen. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Witschel haben sie. Bei den Deutschen, die Chefbüro. Das ACOG weggenommen. Ja, aber bei. Hoch, bei Verteidigern. Bei Angreifern setzen sie selten an. Da ist, glaube ich, echt Einzelfall. So. Witschel. Ja, Serafina hat schon geschrieben, ich hab's schon zu Beginn gesagt. Ja, ich hab grad nicht zugehört. Du hast nicht Witsche gesagt. 10 Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden bis Einsatz. Drohne oben, ein Fragezeichen noch. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Oh,
Wollte einer reingucken, rausgucken. Er ist erst rausgeküpft, um dann reinzugucken. Dampfschrauben. Okay, ist die letzte. Ich hätte oben bleiben sollen. Mist. Mine. Wo? Bei mir. Weit weg. Achso, du bist ja auch. Aber Mai kam, fängt mein Ding ab und keine Punkte kaputt machen. Gummine kaputt. War weg. So. Ich guck auf Zug. Das war gut. Was? Ah, die ist hier oben. Bestimmt die Fuse-Ladung. Nee, da war. Hast du unten bei dem Fenster? Oh. Zumindest nicht in der Nähe. So. Zum Glück kam Lesion nach der großen Wackelei. Ah. Von 14 Karten haben wir schon. Den Bio-Gefahrgutbehälter. Ich guck Keller. Das ist die einzige Möglichkeit, die man hat, wenn man beim Parkhaus spawnt. Halbwegs nützlich zu sein. Archiv. Toll. Ja, wobei, Keller ist schwierig zu machen. Und, Kamera raus, die letzte. Gut gemacht. Bio-Gefahrgutbehälter. Wieso habe ich jetzt wieder die Bombe nicht sehen? Du musst auch mal die Augen aufmachen. Nein, oh Mann, wäre ich doch was eher gesprungen. Irgendwo in der Haupthalle ist ein schwarzes Auge. 5 Sekunden bis Einsatz. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter in seiner Position. Oh, schade, das war nicht Grabschrau. Nee, es war doch. Ich hau mit der Drohne mal rein, Serafina. Zum Aufzug hinter. Ja, da ist jemand drin, Serafina. Rechts in der Ecke. Hier. Kennt raus. Grabschrau ist da jetzt drin. Grabschrau ist im kleinen Hausmeisterbüro roter Markierung. Der Raum ist gerade sauber. Ich guck mal nach Lesionminen. Haben sie gar nicht, okay. Ja, Grabschrau in diesem kleinen Abstellraum, Hausmeister. Ich gehe mal von der Terrasse aus rein und umzingeln wir sie. Jetzt. Deine Zimmerchen habe ich im Blick. 1,50 noch. Ich gehe jetzt Richtung Fahrstuhl. Och man. Hast du die Grabschau? Ja. Grabschau habe ich. Nur noch ein Gegner übrig. Verbündeter getroffen.
Raum sichern und den Biobehälter schützen. Was, ich hab Sprengsatz an der Tür? Eigene Operative eliminiert. Er sollte noch einen Lebenspunkt gehabt haben. Ja. Weil, der muss aufpassen, Doktor, wie er schwingt. Dass ich den Doktor am Anfang irgendwie erwischt habe, ey. Als ich angefangen habe zu schießen, bin ich nach links rüber und dann war ich eigentlich schon wieder hinter der Wand. Kam noch ein Schuss durch hinten. Der Hammermann muss aufpassen, wenn er da so ausholt, dann kann er die hinten treffen. Das kann böse ins Auge gehen. Ha, böses Auge. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.